Ahoi, da, was geht ab, Leute? Und hier an einem chilligen, bisschen windigen Sonntag. Ich habe jetzt den Windschutz nicht auf. Ich hoffe, das passt trotzdem so, weil ja, ich habe jetzt keinen Bock, den rauszuhauen. Ich bin heute mal allein unterwegs. Ich versuche hier und da ein Gigatinerate zu finden und zu machen. Gerade hier einen gemacht. Ich blende den mal nebenbei ein. Kleine Storytime. Das ist so eine Arena, wo halt immer was geht eigentlich. Ich bin da hingegangen zum Start und ja, da sind dann natürlich auch Leute gekommen. Sonst wäre das halt keine Arena, wo halt immer was geht. Ja, ich weiß nicht, da war so ein Typ. Ich will jetzt nicht schlecht über den reden. Aber ich habe es nicht ganz gecheckt. Er musste seine Pokémon heilen und irgendwie ist er raus aus dem Raid gegangen, hat die geheilt und dann ist er nicht mehr rechtzeitig reingekommen. Und wir mussten dann raus. Aber ihr kennt ja den Bug, wenn man einmal in den Raid reingegangen ist und der Raid schon angefangen hat und dann nochmal neu in eine neue Lobby geht, dann geht das Go-Zeichen nicht weg, wenn der Raid startet. Also mussten wir nochmal neu starten. Dann sind zwei nicht an die Arena gekommen. Dann haben wir nur, ach, egal. Am Ende haben wir es doch noch geschafft. Ich habe den gefangen, aber an sich nicht so gut. Und ja, typische leidende Raid-Geschichten, wer kennt sie nicht? Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch solche leidenden Geschichten habt. Erzählt mir eure leidenden Raid-Geschichten, was euch da so alles passiert ist. Ansonsten schaue ich noch hier und da, ob noch ein Raid zustande kommt. Wünscht mir Glück, Leute. Und euch natürlich auch viel Glück, falls ihr noch auf Giratina-Jagd seid. Weil, ja, das Interesse ist echt nicht so groß für Giratina. Ist zum zweiten Mal da. Normalerweise erwartet man ja ein Shiny. Aber ja, für die vier Tage, wie bei Galquaza, kein Shiny leider. Richtig leidend. Beim letzten Raid gerade eben rausgeflogen. Pass verloren. Punkte nicht bekommen. Giratina nicht bekommen. Jetzt muss ich Niantic auch noch anschreiben, damit ich den Pass zurückbekomme. Aber Tati ist hier irgendwo. Wir treffen uns und dann schauen wir mal, ob ein paar Raids zustande kommen. Wenn nicht, dann checken wir wieder einen Dönerladen ab für euch. Das wurde ja von euch gefragt. Dass wir demnächst noch. Also, ich habe ja gesagt, der Dönerladen, den wir letztens abgecheckt haben, ist Top 2. Top 3. Und ihr wolltet jetzt noch die anderen zwei sehen. Können wir natürlich für euch machen. Neues Segment: Döner testen. So. Wir sind hier gerade bei einem Raid angekommen. Ich dachte zuerst, das ist vielleicht die Arena. Schon geil. Groot. Demnächst übrigens auch in Schweinfurt am Start. Schaut vorbei auf jeden Fall. Davor. Ich habe es gerade mit Tati besprochen. Schauen wir vielleicht zu Besuch dort vorbei, irgendwann im April. Dort wird uns dann alles gezeigt. Aber da könnt ihr uns wahrscheinlich nicht offiziell treffen, also mich. Das ist dann eher im Mai, aber schauen wir mal so hinter die Kulissen vom Kino. Er ist natürlich auch ein guter Kandidat zum Einreichen, aber zellentechnisch wahrscheinlich hier schon voll, direkt neben der Arena. Die Sachen, die ich eingereicht habe, da sind bisher zwei Sachen durchgekommen. Zwei von vier. Also 2-2 steht's. Ist okay, die Ausbeute. Hier ist irgendwo ein Schneider in der Nähe. Das schnappen wir uns schnell, bevor der Raid startet. Naja. Schneiders kann man nie genug haben. 918. Einfach weg, oder hast du ihn gedrückt? Nein, ich hab ihn mit Ding gefangen. Also mit Zananabär gleich beim ersten Ding ist abgehauen. Oh mein Gott, ich hab auch Zananabär geworfen. Oh mein Gott! Schauen wir mal, ob wir den bekommen. Oh, der 18 ist schon nicht schlecht. Kann man einfach so in die Arena stellen. Falls schon ein Hunter da sitzt. Naja. Ah, und. Tot. Ich bin enttäuscht, Leute. Die Motivation ist down. Gleich da hinten ist noch einer. Keiner von denen hier wollte die paar Schritte nach drüben gehen. Echt schade, Mann. Jetzt müssen wir. Oh, dann gehen wir wohl. Von wo sind wir gekommen? Von da. Da müssen wir wieder da hin. Von da, oder? Ja, von da. Auf jeden Fall vorhin beim Raid muss man nach deiner Meinung fragen. Also, wir hatten Treffpunkt. Keine Ahnung. 5 nach, okay? Alle waren schon da, dann schreibt einer, er kommt 10, also in 10 Minuten 15 nachher erst. Alle haben gestartet, also alle wollten rein. Ich so, hey, da hat einer geschrieben, der kommt 10 Minuten später. Es hat halt keinen gejuckt. Ich wollte mich jetzt nicht aufmischen hier und ich wollte halt keinen Stress machen, weil das ist nicht mein Gebiet gewesen. Bin ich halt auch mit rein. Aber meine Frage jetzt an dich, was ist so das Limit, wie viele Minuten würdest du maximal warten, wenn du schon dort bist und Treffpunkt eigentlich schon ist? Und einer schreibt halt, er kommt zu spät.
Also 5 Minuten auf jeden Fall. Ja, das wäre auch so meine Grenze. 5 Minuten, also auf jeden Fall. 10 Minuten ist schon Schmerzgrenze. Das ist echt, ja. Aber dann sollte man es auf jeden Fall auch reinschreiben dann. Ja, hat er, ja. Also dann sagen wir, sorry, geht nicht. Ach so. Also, weißt du, also, sorry, geht nicht. Tschüss. Also, okay. Ja, aber der andere. Aber ja, 5 Minuten auf jeden Fall. Ich habe das so in den Kommentaren, wie viele Minuten würdet ihr maximal warten? Ja. Offensichtlich haben wir nicht gewartet. Der Typ ist dann noch angekommen. Ich hab ihn erkannt. Also, ich wusste, dass er das ist. Also, ich kannte ihn nicht persönlich, aber ich wusste, er ist ein Spieler. Und er kommt auf uns zu. Ich bin schnell weitergegangen. Und er hat dann seinen Fuß an den anderen ausgelassen. Aber ich hatte auch damit nichts zu tun. Aber schreibt nur in den Kommentaren, wie viele Minuten ihr warten würdet. Was ist nochmal? Was da gibt es Waffen, da musst du nicht mal Aktionspunkte zahlen, um die zu benutzen. Ja. Also wir warten hier gerade auf den Raid. In der Zwischenzeit zockt Tati Scratch Bros. Das Video ist online, könnt ihr gerne abchecken, das Werbevideo. Und er zockt das halt echt. Ihm hat es halt echt gefallen. Wieso auch nicht, also das Spiel ist nicht schlecht. Sonst hätte ich es ja nicht angenommen, das Angebot. Ist interessant auf jeden Fall. Tati treibt sich da ganz oben in der Rangliste. Jetzt seit neuestem. Oh. Er hat auch jetzt Booster entdeckt beim Müller. Ich hoffe, die gibt's da. Wir gleich mal abchecken morgen. Krass. Ja. Oh. Schon nicht schlecht. Also falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne das Video anklicken und dann ein Like da lassen. Damit die dann sehen, dass das ganz gut angekommen ist, dass das ein potenzieller Werbepartner ist, mit dem man halt öfters was zusammen machen kann. Also ihn wird's auf jeden Fall freuen. Dann wird er wahrscheinlich noch mehr Produkte umsonst bekommen. So, der nächste. Vielleicht auch der letzte. Für heute. Ich habe ja noch morgen ein paar Chancen. Und übermorgen. Und. Beide Raids kein Glück gehabt, aber vielleicht ja jetzt beim Tauschen. Ist auch ein Gigantin oder irgendwas anderes. So. Hier, über die Straße. Und? Ah. Schauen wir mal. Verdient hätten wir es. Nein. 18,24, oder? Den ballt dich einfach aus. Oh Mann. So, zum Abschluss des Tages gönnen wir uns noch einen Döner. Ihr wolltet das sehen. Wahrscheinlich Top 3. Manche streiten sich, ob er der Beste ist oder nicht. Ich finde nicht. Tati, findest du? Auch nicht. Aber Top 3, München? Ja, ja. Auf jeden Top Fall. 3. Ja. Und wie gesagt, wir werden alle drei noch abchecken. Beziehungsweise den ersten haben wir schon abgecheckt, aber manche wollten, dass wir den noch genauer abchecken und Location und so zeigen. Weil die waren ends fasziniert davon, dass er nicht aussah wie ein Döner. Die Leute. Ja, von Türkisch. Ja. Ja, ja. Aber trotzdem, das Brot richtig geil, richtig schön saftig, knackig. Oder? Einfach so ist es. Wenn ihr hier vorbeifahrt, das ist direkt am Stachus, Schlange ist eigentlich immer. Ja. Ja. Wo lohnt sich die Schlange? Ja, frag mal lieber, ob du die leer hast, Mann. Das ist der Döner, Leute. Top 3 in München. Alter, schaut euch die Schlange an. Und die Schlange ist, nachdem wir schon 20 Minuten gewartet haben, okay? Da vorne beim Brunnen, als wir gekommen sind, ist das Ei gerade gekommen. Ja, und jetzt, oh mein Gott, Wind. Und jetzt schlüpft das Ei gleich. Okay, 20 Minuten ungefähr. Aber also falls ihr hier essen wollt, dann braucht ihr auch Geduld. Die Frage ist, lohnt sich das? Also optisch, Mann, ist schon geil, Alter. Alter, was die da alles so reinhauen, Gewürze, dies, das, Gemüse. Ja, also optisch schon echt krass, aber die Wartezeit echt lange. Ja. Geschmacklich wird das schon bestimmt auch nicht schlecht sein. Wir haben gerade ein bisschen geredet, ein paar krasse Ideen gehabt. Unser Feedback gegeben. Also er ist schon gut, keine Frage, nicht der Durchschnittsdöner.
Für meinen Geschmack hier ein bisschen zu viel Zeugs drauf. Ja. Bei dem anderen hattest du ja gerade deine Meinung. Die Soße von dem anderen, also von dem Türkisch, ja, die schmeckt man. Die haben einfach Geschmack. Hier echt zu viel Zeugs drauf, aber was ich hier geil finde, das Gemüse. Echt top, mit dem Gemüse und so. Mit dem Schafskäse drauf. Echt lecker. Und auch wenn das andere Brot wie ein Burgerbrot ausschaut oder irgendwas, finde ich das andere Brot auch irgendwie geiler. Ja. So. Zu dem Fleisch kann man noch sagen, es schmeckt geil, so ein bisschen geräuchert, gegrillt schmeckt es. Das ist auch richtig geil. Aber wie die Tati schon gesagt hat, soßentechnisch ist der andere viel, viel besser. Ich schmecke hier nicht mal die Soße, ich schmecke eigentlich nur Fleisch und Gemüse. Start of the raid. 10 Minuten. Echt heftig, wie lange wir für diesen Döner gebraucht haben. Also Fazit. Vor allem am Ende merkt man es halt. Am Anfang gar nicht so, weil wenn du reinbeißt, echt krass erstmal der Geschmack. Aber wie mehr, da merkt sich schon, entsteht schon so ein großer Unterschied, finde ich, zu dem anderen. Der andere ist konstant immer geil. Und hier, wie mehr, ich weiß nicht, hat schon abgenommen bei mir dann. Die Lust reinzubeißen und vom Geschmack nicht mehr. Ja, vom Geschmack her auf jeden Fall. Also, der Türke ist echt, echt, also für mich Top 1 München. Ja. Bis jetzt. Okay, krass. Mustafa, schau mal, ja, gibt es noch einen anderen. Ja. Was würdest du dem hier für Sterne geben? Momentan? Von 10. Von 10 Sternen. Von 10 Sternen? Ja, doch schon so eine 7 bis 8, denke ich schon. Ja, ja, der ist schon nicht schlecht, der ist echt gut, aber da fehlt dann noch so das, so hinten raus fehlt es noch ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr Power in den, okay, Soßen und so. Mit dem anderen? Mit dem anderen? Deiner Nummer 1? Meine Nummer 1. Den gebe ich auf jeden Fall 9. 9, fast schon 10, sag ich mal. 9,5. Also bei mir ist es ein bisschen enger, aber ja. Ungefähr so. Ja, der ist auch Nummer 1. Was? Ich muss den anderen. Also Nummer 3, den dritten muss ich nochmal testen, um mir ein Bild zu machen, aber momentan der andere, wo wir waren beim ersten Mal, das ist Nummer 1 bisher und der hier Nummer 2 und dann schauen wir mal, was die Nummer 3 so bietet. Dann gebe ich euch nochmal so ein Gesamtfazit. Letzter Rate für heute. Also wir sind hier alleine unterwegs, aber Stachus, Gunnen, ja, geht immer gut ab. Wir sehen zwar keinen, aber 13 Leute in der Lobby. Das ist der Luxus hier in München. Du kannst eigentlich, wenn du dich auskennst, wenn du gut vernetzt bist, einfach überall hin und einfach reden. Der Kollege zockt bestimmt hier. Die zwei zocken bestimmt. Man kann die Pokémon Go-Spieler schon finden. Der Asiate hier da drüben zockt vielleicht. Schauen wir mal. Nee, Niete. Aber der beste bis jetzt bei mir. Ja, ja, wie viel? 19,14. Oh ja. Okay, danke für die Begleitung. Wir sehen uns beim nächsten Dönerladen. Das war's, Leute. Kleines Abenteuer. Wieder mit Tati unterwegs. Einen Döner testen. Der Döner ist gut, aber nicht Nummer 1 in München. Gigantina wollte kein gutes kommen, aber heute und morgen habe ich noch Chancen auf ein gutes. Vielleicht habe ich Glück. Wobei mein legendäres Glück müsste ich eigentlich langsam aufgebraucht haben, was ich da in letzter Zeit so bekommen habe. Puh, da kann ich mich nicht beschweren, dass kein gutes Gigantina kommt. Abgesehen davon ist heute der 1. April, also passt auf, was ihr alles im Internet lest, weil das meiste ist falsch heute. Das war's von mir, Leute, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.